Ja, erstmal ein Hallo an alle, die in der Matrix sind im Moment. Ich möchte euch was nahebringen, eine Methodik, die mich einfach total flasht. Ich komme ursprünglich aus der Psychotherapie, habe diverse Therapieverfahren gelernt, aber Introvision ist was, was mich eben wirklich restlos begeistert. Wofür braucht man sowas? Ich mache es vielleicht am Beispiel. Ein Klient kommt zu mir, er ist Projektleiter und Softwareentwickler, hat das größte Softwareprojekt der ganzen Firma an der Backe und leider läuft nichts. Er muss ständig zum Kunden gehen, muss Termine schieben, der Kunde schmeißt ihm dann dauernd die Prioritäten über den Haufen, darüber ist dann sein Team ziemlich unglücklich und er kommt und sagt, ja, er sucht Reflexion. Er ist jetzt in einem Zustand, er hat eine Magenentzündung hinter sich. An Wochenenden steht er gar nicht mehr auf. Da bleibt er einfach im Bett liegen. Und manchmal sitzt er im Auto vor der Firma und fragt sich, gehe ich jetzt rein und kündige oder gehe ich rein und arbeite? Und er bräuchte Reflexion. Da habe ich gesagt, das können Sie vergessen. Mit Reflexion werden Sie das nicht in den Griff kriegen. Wir haben dann zwei Sitzungen im Abstand von 10 Tagen gemacht, mit Introvision. Der Punkt an der Introvision ist, es ist immer dann hilfreich, wenn es darum geht, inneren Stress abzuerledigen oder Blockaden aufzulösen. Bei ihm ist es so, dass diese Situation ihn massiv geängstigt hat. Also das heißt, er hat eine klare Angst gehabt, ich könnte scheitern und da hängen Arbeitsplätze dran. In der Introvision macht man Folgendes: Man aktiviert diesen Alarm ein Stück weit durch einen Gedanken, ich werde es nachher kurz erklären, und leitet den Klienten dann an, überhaupt nicht mehr zu reagieren auf diesen, also nichts zu tun, um den Stress wegzukriegen, sondern den Stress nur zu beobachten. Deswegen Introvision, das heißt, wir schauen nach innen, wir reflektieren auch nicht, und wir greifen in keiner Weise an. Weil der Punkt ist, ein Alarm will natürlich immer eine Handlung auslösen. Also wenn die Feuerwehr von hinten kommt, haben inzwischen die meisten Menschen verstanden, man sollte Platz machen. Das ist die Handlung, die erfordert wird. Würde überhaupt niemand mehr Platz machen, könnte man Tatütata und Blaulicht abhängen. So ähnlich scheint aber unser Gehirn zu reagieren, dass wenn wir den Alarm leer laufen lassen, der Alarm immer weiter runterkommt und innerhalb von 1 bis 3 Wochen, sind so meine Erfahrungswerte, der Alarm weg ist. Die Leute manchmal irritiert sind. Ich hatte mal einen Geschäftsführer, der kam dann auf mich zu und meinte, ob das eigentlich Voodoo wäre, was ich da mache, weil er in der kritischen Stresssituation war und sagt, ich wusste noch nicht mal mehr, was früher mein Problem war. Ich konnte einfach normal damit umgehen. Jetzt bei diesem Software-Manager habe ich eins gemacht, es ging um zwei Themen, nämlich einmal Abgrenzung gegenüber dem Kunden, aber auch gegenüber dem Team. Und das zweite war seine Angst zu scheitern mit dem Ganzen. Und es habe ihn erstmal sitzen lassen, also man arbeitet mit einer weiten Wahrnehmung, wo ich Körper, Gefühle und Gedanken gleichzeitig wahrnehmen kann. Das heißt, egal wo der Impuls innerlich herkommt, ich kann ihn einfach wahrnehmen, ohne einzugreifen. In diesen Zustand führe ich die Leute rein, nehme das Ganze auf mit dem iPhone und gebe ihm dann einen Satz, was den Alarm triggern soll. Bei ihm war in der ersten Sitzung der Satz, es kann sein, dass ich mit meinem Projekt total scheitere. Er hatte dann zunächst mal nur einen Alarm von 5 auf einer 10er-Skala, aber als er das erste Mal allein mit der Aufnahme gesessen ist, hat er mir gesagt, waren es dann gefühlt 12. Der muss täglich damit sitzen. Ich leite dann ständig nur an, immer wieder in die weite Wahrnehmung zu kommen, nicht einzugreifen, nichts zu tun, außer wahrzunehmen, wahrzunehmen, 7 bis 10 Minuten lang. Da kommt ein Alarm, der vielleicht bei 9 oder 10 liegt, kommt dann meistens so um 3, manchmal 4 Punkte runter. Die Aufnahme gebe ich denen mit. Das heißt, auch ein Manager hat diese 7 bis 10 Minuten Zeit jeden Tag, morgens oder abends damit zu sitzen. Und erfahrungsgemäß ist schon nach einer Woche oder nach 3 Wochen spätestens, wenn er konsequent sitzt, ist der Alarm weg. Das heißt, die Leute können völlig anders reagieren. Dieser Manager kam dann
nach 10 Tagen nochmal, es ging ihm deutlich besser. Das hat sogar schon, also freitags war er bei mir, mittwochs hat schon am Telefon ein Berater gemerkt, dass mit ihm was anderes ist, der länger mit ihm zusammenarbeitet. Wir haben dann nach 10 Tagen eine zweite Sitzung gemacht zum Thema Abgrenzung. Da habe ich ihn sitzen lassen mit dem Satz, es kann sein, dass ich mich sehr klar abgrenze und dann total abgelehnt werde. Das war die Angst hinten dran. Da hat man einen hohen Alarm. Er ist dann mit beiden gesessen, mit dem einen morgens, mit dem anderen abends. Und nach 3 Wochen war er so voller Energie. Er sagt, er macht jetzt eine Scrum Master Ausbildung. Sein Team hat ihn schon mal gefragt, ob er nicht ein bisschen von der alten Depression zurückholen könnte. Da war er irgendwie angenehmer. Und das war nach 3 Wochen insgesamt nach der ersten Sitzung. Ich habe ein Follow-up von über 5 Jahren. Das heißt, ich kontaktiere den jährlich und frage nach, wie sieht es aus, irgendwas nachgekommen, irgendwas zurückgekommen, bis jetzt jedenfalls 5 Jahre lang nichts. Er ist voller Energie, es geht ihm gut, alles wunderbar. Das ist die Introvision. Wir machen auch Zusatzausbildung. Bei uns ist Voraussetzung, dass jemand schon eine Coaching-Ausbildung hat oder eine Psychotherapie-Ausbildung. Die Ausbildung sind, ist eine Zusatzausbildung, sind 3x2 Tage in Konstanz und Berlin. Termine findet man bei uns auf der Homepage, dena.academy. Academy ist die Endung, es kommt kein DE oder sowas nach. Ja, und ich will euch herzlich einladen. Ich habe bis gestern, vorgestern bei dem Lehrendentreffen der DBVC vorgestellt. Da hatte ich eine Stunde Zeit. Danach wollten 12 Leute in die Ausbildung kommen von den Lehrenden. Ja, vielen Dank.